Ja, einen schönen guten Morgen allerseits. Ja, ich erwarte das schon, ja? Ja, heute ist ein ganz schöner Tag, denn wir feiern einen 100-jährigen Geburtstag. Das Jubiläum unseres Kirchenmusikvereins. Ja, das gibt nicht immer. Leider dürfen wir und können diesen Tag nicht wie gewohnt feiern. Trotzdem wollen wir ihn nicht ganz im Hintergrund passieren lassen. Nee, auf keinen Fall. Ja. Ich stehe hier Ihnen, euch allen, vor allem unsere Ehrengäste, die Mitglieder des Diözesanverbands der Bläserchöre sowie deren Angehörigen und Freunde, unsere Gottesdienstbesucher und alle, die auch von zu Hause aus zusehen, im Namen unserer Fahrgruppe, im Namen unseres Teams und ganz besonders im Namen unseres KMVs, der heute seinen Geburtstag feiert, recht herzlich zu begrüßen. Aber ganz besonders heiße ich Sie, lieber Bischof Peter Kohlgraf, in unserer Mitte willkommen. Vielen Dank, dass Sie für diese Feier und damit auch für uns Zeit genommen haben, um unseren KMV zu ehren und um für uns zu beten. Corona kam zuerst, bevor Sie Ja gesagt haben. Sie haben trotzdem zu dieser Stunde Ja gesagt. Danke dafür. Es ist eine, ja, riesengroße Freude für uns. Schon sehr lange haben die Verantwortlichen hier in Flonheim auf diesen Tag hingearbeitet. Und so konnte die Pfarrei auch für ein Geschenk sparen. Und ich freue mich, dass ich dies hier stellvertretend für den Verwaltungsrat ankündigen darf. Die Pfarrei Flonheim möchte ihren KMV mit 750 Euro unterstützen. Die nächste Rechnung von Instrumenten, Noten oder zur Unterstützung der Arbeit mit den Jungbläsern übernimmt die Pfarrei. Sicherlich werdet ihr etwas finden, das euch hilft, die nächsten 100 Jahre, vielleicht auch mit mir, weiß man nicht, ja, erfolgreich zu beginnen. Nun, lieber Bischof, im Namen von allen bitte ich Sie, nun diesen Gottesdienst, diesen feierlichen Gottesdienst zu eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Ja, lieber Herr Pfarrer, für 100 Jahre hatte ich Sie hier jetzt gar nicht eingeplant, aber gerne. Ja, bleiben Sie gesund, treiben Sie Sport, ernähren Sie sich gesund, dann mag das so sein. Also, aber schön, und ich darf wirklich Sie alle grüßen, auch die, die zu Hause mitfeiern, und habe mich auch sehr gefreut über die Einladung. Und natürlich lassen wir uns hier auch von Corona jetzt nicht die Laune verderben. Ganz im Gegenteil, ich freue mich auch wirklich, wieder in einige Gesichter, auch unmaskierte Gesichter zu sehen. Dennoch müssen wir vorsichtig bleiben. Schön ist auf jeden Fall, dass Blasmusik in kleinem Rahmen nicht mehr als gesundheitsschädlich gilt. Also ich gratuliere sehr herzlich und freue mich, dass wir zu unser aller Freude auch wieder wirklich Musik hören und miteinander diesen Gottesdienst in großer Freude feiern können. Stellen wir uns nun ganz bewusst in Gottes Gegenwart. Er ist es, der uns zusammenführt, für den wir Musik machen, den wir mit unseren Möglichkeiten loben und preisen. Und wir erbitten am Beginn das Erbarmen des Herrn. Herr Jesus Christus, du bist bei uns, auch in unserer Not. Herr, erbarme dich. Du bist uns ein Vorbild. Christus, erbarme dich.
Du schenkst uns die Kraft zum Neuanfang und zur Versöhnung. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist, und es mit deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott, der Herr, nach ihm und sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
dieser Welt hinausgeworfen. Und wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus, und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebub besessen. Mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen, um ihn den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Festgemeinde, welche Bedeutung Kirchenmusik für uns hat, das haben wir gerade in den vergangenen Monaten gemerkt und schmerzlich erfahren, nämlich als sie uns fehlte. Gerade die Blasinstrumente und auch die Chöre wurden als gesundheitsbedrohend eingestuft. Es fährt langsam hoch und ich freue mich darauf, dass nicht nur hier in Flonheim, sondern an vielen Orten unseres Bistums jetzt so langsam die Instrumente und die Stimmen wieder erklingen. Auch so beim Gemeindegesang merken wir, dass man fast noch Schuldgefühle entwickelt, wenn man singt. Diese Schuldgefühle sollten wir irgendwann auch wieder überwinden. Wir haben gemerkt, Kirchenmusik ist mehr als eine Untermalung unserer Liturgie
oder ein bloßer Lückenfüller. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils nennt die Kirchenmusik einen notwendigen Bestandteil der Liturgie. Sie ist selbst Verkündigung. Diejenigen, die Kirchenmusik machen, haben also auch einen geistlichen Auftrag. Und eine katholische Kirchenmusik und auch die Chöre tun einen wichtigen liturgischen Dienst. Kirchenmusik bringt unser Gebet inniger zum Ausdruck und fördert so das Konzil unserer Einmütigkeit. Sie dient der Ehre Gottes und der Heiligung der Gläubigen, so heißt es. Die katholische Kirchenmusik, die Kirchenmusik insgesamt, führt Menschen zusammen, sie engagieren sich, Kirchenmusik stiftet Gemeinschaft und bringt Glanz und Farbe in die Gottesdienste. Und neben der Geselligkeit in der Gruppe und der Freude am Musizieren erinnere ich gern an dieses zentrale Anliegen der Kirchenmusik. Ja, Schwestern und Brüder, es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen heute in der Kirche und für die Kirche ehrenamtlich engagieren. Insofern darf ich wirklich herzlich Danke sagen. Wir hören in diesen Tagen vielleicht etwas verwundert oder verstört die Nachrichten aus Köln, München oder sonst woher. Kardinal Marx spricht davon, die Kirche sei an einem toten Punkt angekommen. Ich verstehe, Schwestern und Brüder, was er meint, kann aber seine Aussage nicht so ganz teilen. Das sage ich Ihnen auch sehr ehrlich. Eine Krise, in der wir uns befinden, ist noch kein toter Punkt. Und auch wenn ich selbst einmal davon gesprochen habe, dass eine bestimmte Gestalt von Kirche sterben wird, sehe ich persönlich noch nicht oder überhaupt nicht den toten Punkt unserer Kirche. Und das liegt an zwei Wirklichkeiten. Der Auferstandene lebt und wirkt auch in der Kirche mit all ihren Schwierigkeiten und Veränderungen. Und ein zweites. Zu viele Menschen prägen vor Ort, auch in der Kirchenmusik, das einladende und gemeinschaftsbildende Gesicht der Kirche, die unsere Welt so dringend braucht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in unserer Pandemiezeit jetzt haben wir nicht nur eine gemeinschaftsbildende Kirchenmusik vermisst, auch wenn in unseren Kirchen einzelne Sängerinnen und Sänger oder kleine Gruppen das Bestmögliche getan haben, um eine gute und würdige Liturgie zu gestalten, die Herz und Sinne erfreut. Menschen haben auch die Gemeinschaft vermisst. Ich weiß nicht, wie es hier war, aber da fehlt ja auch etwas Zentrales. Wie mag es weitergehen? Es wird sicherlich unterschiedlich sein. An einigen Orten kann es tatsächlich zu einem Zusammenbruch der musikalischen oder anderen pastoralen Aktivitäten kommen, sodass man mit viel Energie neu aufbauen muss. Aber Erfahrungen und bestimmte Rückmeldungen zeigen auch, wie stark die Sehnsucht der Menschen nach gelebter Gemeinschaft ist. Insofern sage ich auch, ich bin nicht zu pessimistisch, dass auch die Kirchenmusik vor Ort ein entscheidender Faktor sein wird, Menschen wieder zusammenzuführen. Ich will Sie alle ermutigen, Ihr Engagement wieder aufzunehmen und an dieser Gemeinschaft zu arbeiten. Musik berührt Herz und Sinne. Die Pandemie hat viele Verwundungen in den Seelen geschlagen. Ich meine, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass wir heute auch an die heilende Wirkung der Musik auch in unseren kirchlichen Angeboten erinnern dürfen. Wie vielen Menschen haben musikalisch gut gestaltete Gottesdienste und Konzerte Mut und Freude gebracht? Musik tröstet, bewegt, macht froh und kann wie sonst nichts menschliche Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Kultur, besonders auch die Musik in unseren Kirchen, viel beitragen kann zur Heilung unserer Seelen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, im Moment, ich habe es schon angedeutet, haben wir als Kirche wahrlich kein gutes Image, teils zu Recht, aber teils auch zu Unrecht. Und ich denke, insgesamt sollten wir uns auch nicht nur schlecht reden lassen. Denn wie viele Menschen gestalten die Kirche, sind wahrlich Kirche vor Ort. In der Kirche sind Menschen unterwegs, die mit ihrem ganzen Leben für die Wahrheit des Evangeliums einstehen und die bezeugen, dass der Geist Gottes auch heute in der Kirche lebt. Die Jüngerinnen und Jünger sind im Auftrag und in der Kraft des Geistes unterwegs. Dieser Geist führt Menschen aller Nationen und Gruppen zu einer glaubenden Gemeinschaft zusammen.
Auch das ist Kirche. Und das ist Wirken des Geistes. In einer Welt, in der Religionen mehr Spaltung und Unfreiheit brachten, war es immer wieder auch die Kirche, die global alle Menschen zu einer großen Gemeinschaft zusammenführt. Der eine Glaube führt zusammen und ist ein starkes, tiefes Fundament der Gemeinschaft. Und viele Generationen vor uns haben diesen Glauben gelebt und bezeugt, auch die Mitglieder der Kirchenmusik in den 100 Jahren hier. Und für mich persönlich kann ich sagen, weil es diese Kirche gab und gibt, habe ich den liebenden Gott kennengelernt. In der Kirche begegne ich dem auferstandenen Christus in den Sakramenten. In der Kirche habe ich eine weltweite Heimat und finde überall auf der Welt Gemeinden, Menschen, die mir Heimat geben können. Wer Christ ist, ist eigentlich nirgends ein Fremder. Natürlich weiß ich auch, dass das nicht immer ideal verwirklicht ist, aber im Prinzip stimmt es und viele Menschen können davon berichten. Und weil der Geist Gottes in der Kirche atmet, bleibe ich Glied der Kirche. Und weil es so viele engagierte Menschen gibt, bleibe ich Glied dieser Kirche und ich bleibe es auch gern. Und sicher engagieren sich Menschen nicht für irgendeine abstrakte Kirche. Es geht ihnen auch um die Gemeinschaft vor Ort. Und sie ahnen, dass der Ort ärmer wird, wenn es keine lebendige Gemeinde mehr gibt, die den Glauben in Tat und Wort bezeugt. Für den Weg im Bistum Mainz erhoffe ich mir, dass Kirche vor Ort lebendig bleibt. Und hier leisten auch die Menschen, die sich für die Kirchenmusik engagieren, einen wichtigen Dienst für die Menschen, den Glauben und die Kultur vor Ort. Die Liebe zur Gemeinde, die Teil einer großen Weltkirche ist, kann eine starke Motivation zum Engagement sein. Und ich wünsche Ihnen hier in Flohnheim, dass Sie viele neue Mitglieder für die Kirchenmusik begeistern und für die Gemeinschaft. Und Musik ist ein Instrument, unterschiedlichste Menschen zusammenzuführen. Die Sprache der Musik wird international verstanden. Und, Schwestern und Brüder, wer sich heute gerade auch musikalisch engagiert, tut es auch, weil es einfach Freude macht. Und das darf man auch. Dass man sich auch in der Kirche nicht nur aus einer hohen theologischen Idee engagiert, sondern wirklich auch sagt, nein, ich mache das einfach, weil es Freude macht, weil es Spaß macht. Weil jemand Gemeinschaft sucht, weil Musik und gerade das gemeinsame Musizieren Zufriedenheit schenkt. Der Papst spricht von der Freude am Evangelium. Und die Musik ist wahrscheinlich die beste Art und Weise, diese Freude an dieser frohen Botschaft auszudrücken. Ich darf heute allen danken, die sich hier in Flohnheim, aber überall in der Kirchenmusik engagieren und damit etwas tun, was in den Psalmen immer wieder aufgefordert wird, nämlich Gott zu singen und zu spielen. Und mögen viele Menschen einen Zugang zur Freude des Glaubens finden, auch durch die Musik und auch durch die Menschen, die sich hier in der Kirchenmusik einbringen. Amen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Im Vertrauen, dass da einer ist, der unsere Bitten hört, der unser Leid sieht, der um unsere Furcht weiß, der unser Leben würdigt, tragen wir unsere Bitten vor Gott. Für die Verantwortlichen in unserer Kirche.
Gib ihnen Weitsicht, Mut und Beharrlichkeit in ihrem Engagement zum Wohl aller Menschen. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die Verantwortung tragen in dieser Welt, hilf ihnen, mit dieser Verantwortung gut umzugehen und an einer gerechten Welt mitzubauen. Herr, unser Gott, für alle, die an der Corona-Pandemie leiden, weil sie infiziert oder krank sind, weil sie Ansteckungen befürchten und andere zu leichtfertig finden, weil sie wirtschaftliche und finanzielle Einbußen erleiden oder die Arbeit verlieren, weil sie sich nach Normalität sehnen. Gib ihnen Menschen an die Seite, die ihnen Trost und Hoffnung spenden, durch ein gutes Wort und Werke der Liebe zur rechten Zeit. Herr, unser Gott, für uns selbst, begleite uns auf unserem Lebens- und Glaubensweg, dass wir in unseren Fragen, Ängsten und Sorgen immer deine Nähe spüren. Herr, unser Gott, für unsere Verstorbenen, besonders für die Verstorbenen der KKM Cecilia Flohnheim und der Mitgliedsvereine unseres Diözesanverbandes. Vollende in ihnen, was du durch die Taufe in ihnen begonnen hast, und gib Anteil an deiner Herrlichkeit. Herr, unser Gott, wir glauben und vertrauen, dass du uns und unsere Welt nicht alleine lässt. Darum bitten wir dich, erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasset uns beten. Herr, sieh gütig auf dein Volk, das sich zu deinem Lob versammelt hat. Nimm an, was wir darbringen, und mehre durch diese Feier unsere Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deiner Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander.
barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Peter, mit allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordenschristen, mit allen Männern und Frauen und Jugendlichen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrern und allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir als Kinder Gottes. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, wir bitten dich. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Herr, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Führe uns durch deinen Geist, damit wir uns nicht nur mit Worten zu dir bekennen, sondern dich auch durch unser Tun bezeugen und den ewigen Lohn erhalten in deinem Reich. Durch Christus, unseren Herrn. Seine Exzellenz, Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz, liebe Ehrengäste, liebe Gottesdienstbesucher und Zuschauerinnen und Zuschauer des Streams. Ein Diözesanmusikfest in dieser Form gab es noch nie. Es fehlt uns die musikalischen Darbietungen und die vielen Begegnungen zwischen und mit den Musikerinnen und Musikern unserer Kirchenmusiken in der Diözese Mainz. Umso mehr freuen wir uns als Diözesanverband der Bläserchöre im Bistum Mainz, dass wir das Diözesanmusikfest in Verbindung mit dem 100-jährigen Jubiläum des katholischen Kirchenmusikvereins Cäcilia hier in Flohnheim mit diesem Gottesdienst feiern konnten. Um unseren Mitgliedsvereinen die Möglichkeit zu geben, heute mit dabei zu sein, haben wir uns dazu entschieden, den Festgottesdienst zu streamen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Seine Exzellenz Bischof Peter Kohlgraf, dass Sie heute hier sind und diesen feierlichen Gottesdienst zelebriert haben. Dies zeigt uns Ihre Verbundenheit zur Kirchenmusik, so wie wir es auch heute in Ihrer Predigt gehört haben. Ich bedanke mich bei allen, die mit ihren musikalischen Beiträgen zum Gelingen dieses festlichen Gottesdienstes beigetragen haben. Viele haben bei der Vorbereitung und der Gestaltung dieses Tags mitgewirkt, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Stellvertretend für alle danke ich besonders unserem Diözesanpräses Patrick Strosche und dem Vorsitzenden der ausrichtenden Kirchenmusik Matthias Koch für ihren großen Einsatz bei den Planungen und der Durchführung dieses Festgottesdienstes. Ein weiterer besonderer Dank gilt dem Streamingdienst mit Herrn Benedikt Best und auch unseren Kirchenmusiken für ihre zahlreichen musikalischen Beiträge für das Massenorchester, das wir gerade gehört haben. Zeigen Sie uns doch trotz der schon lange währenden Einschränkungen bei den Proben und Aufführungen die große Verbundenheit zur Kirchenmusik, unserem Verband und der Tradition des Kirchenmusikfestes. Danke. Schönen guten Morgen. Auch ich darf mich im Namen der katholischen Kirchenmusik Cäcilia ganz herzlich bei Ihnen, Exzellenz Bischof Kohlgraf, herzlich bedanken, dass Sie unserer Einladung so freundlich gefolgt sind. Ich darf kurz erzählen, die katholische Kirchenmusik spielt schon seit mehreren Jahrzehnten beim KCK am Rosenmontag und so kam es im Jahre 2019 zum ersten Treffen von uns beiden. Und da haben wir gespielt, weil sie einen Wagen gesegnet hatten. Und im Anschluss hatten wir ganz kurz das Gespräch. Und so konnte ich sie dann freundlich fragen, ob sie zu unserem Geburtstag kommen wollen. Und da haben sie mich gebeten, noch einen kurzen Brief zu schreiben, was ich sehr gerne getan habe. Und vielen Dank nochmal für die freundliche Antwort und dass Sie dann auch schön hier sind. Auch darf ich dem Herrn Höflich herzlich danken für die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung und ganz besonders auch dem Herrn Strosche, dem wirklich an allen Lösungen immer gelegen war und sehr gut immer kommuniziert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe dem Herrn Höflich schon gesagt, da habt ihr einen Mann, den müsst ihr unbedingt behalten. Auch ganz herzlich darf ich mich bedanken bei unserem Pfarrer Herrn Karl Attil für die freundliche Begrüßung, der Küsterin, der Frau Gernsheimer, dem Diakon, den Messdienerinnen und Messdienern vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Der Herr Höflich hat es schon angesprochen. Wir hatten diesen virtuellen Massenchor das erste Mal ausgerufen und das war wirklich eine sehr sportliche Aufgabe. Haben wir doch im Diözesanverband über 60 Mitgliedsvereine und die haben wir alle angeschrieben und so kamen 113 Videos zusammen in den beiden Liedern und so haben dann zum Schluss über 100 Bläserinnen und Bläser aus dem Diözesanverband zusammengespielt.
Das ist eine Wahnsinnsleistung, ich finde es ganz, ganz klasse. Und dann hat sich noch einer hingesetzt und hat das alles zusammengefügt, dass das so toll klingt, die ganzen Einsendungen. Und dir, lieber Lukas, herzlichen Dank dafür, das war eine riesig tolle Leistung. Wir hören im Anschluss, also zum Schluss hören wir nochmal den großen Gott als virtuellen Massenchor. Danken darf ich auch den Musikern und Musikerinnen, da hinten sitzen die Damen und der Herr, die Frau Dr. Reimold, die Frau Göttelmann und der Herr Gärten und auch meinen Musikern hier, die spontan, wie es die Öffnung gab, mit mir gesagt haben, oh komm, wir spielen was und das finde ich ganz toll. Dir, lieber Philipp, unserem Dirigenten, dem Heiko Linnebacher, unserem zweiten Vorsitzenden und dem Harald Dick, unser langjähriger Bläser und Vorsitzender des hiesigen Evangelischen Posaunenchores. Und dass wir hier so schön sitzen dürfen, das ist auch eine tolle Sache. Und da darf ich der Familie Werner Heck ganz herzlich danken, dass ihr das wieder so ganz toll gemacht habt. Herzlichen Dank dafür. Es ist wirklich eine schöne Freude, immer wieder in den Garten zu kommen und das so schön zu sehen. Dann darf ich uns noch allen einen schönen Tag wünschen und setze mich wieder hin. Den Dankesworten kann ich mich nur von ganzem Herzen anschließen. Danke für alles, für alle, die beteiligt waren und die sich in großer Treue dann in den verschiedenen Gruppen auch engagieren. Danke dafür. Sie hätten die Rosenmontagsstimmung gar nicht ausnutzen müssen. Ich bin gerne gekommen. Also es war nicht nur die Weinseligkeit, dass mir nichts eingefallen ist, um mich zu retten. Also insofern, ich bin wirklich gerne gekommen. Und vielleicht, wer weiß, wo wir uns dann hoffentlich nicht nur an Fasnacht auch nochmal sehen. Also stellen wir uns nun unter Gottes Segen, der uns begleitet, der uns trägt, auch durch diese Zeit. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Thank you.